was erhoffen ihr euch von so einem Tag? Also, ich denke, wenn so viele Frauen da im Zimmer sind, das tut jeder einzelne Frau gut. Es gibt ihr mehr Energie dort, wo sie ist, weiterzukämpfen für gleiche Rechte. Und ich hoffe natürlich, dass so sich Politik, dass das Politik zur Kenntnis nimmt und auch einen Schritt macht. Ich erwarte mir, dass wir Frauen Kraft spüren, da wenn viele Frauen gemeinsam was machen. Das ist immer sehr, sehr stärkend. Und ich finde es sehr wichtig, dass Frauen und Männer sich für Gleichheit, Gleichstellung einsetzen, weil es noch ganz viele Punkte gibt, die im Alltag in Bezug auf Fairness, Chancengleichheit nicht realisiert sind. Also ich erwarte mir von dem Tag wichtige Impulse, dass Frauen im Alter nicht arm sind, dass sie eine gesicherte Altersvorsorge haben, dass junge Frauen wie du, Menschen wie du, gleiche Chancen, gleich guten Lohn in der Lohndüte haben. Also es gibt noch viele Punkte und da ist so ein Tag doch sehr wichtig für uns Frauen. Herzlich willkommen im Dornröslegarten alias Peter-Kaiser-Platz. Vor genau 28 Jahren sind wir schon mal hier gestanden. Das Motto von damals hat gelautet: Wenn Frau will, steht alles still. Unsere zentralen Forderungen sind weitgehend gleich geblieben. Sie haben in den letzten 30 Jahren nichts an Aktualität verloren. Seit 20 Jahren hat Liechtenstein ein Gleichstellungsgesetz. Mit der Umsetzung hapert es aber gewaltig. Aus diesem Grund hat der Liechtensteinische Arbeitnehmerverband als einzige Gewerkschaft im Liechtenstein Ende März zum ersten Frauenstreiktreffen eingeladen. Es hat sich dann ein Streikkomitee gebildet aus ca. 25 Frauen, die sich in den vergangenen 3 Monaten zu 4 gemeinsamen Sitzungen getroffen haben. Das Komitee hat das Manifest verfasst, Plakat und Transparent gestaltet, Leserbrief und Pressebericht geschrieben, weitere Medien- und öffentliche Arbeit geleistet, Videos gedreht, Strassennamen benannt, umbenannt, Spenden gesammelt und auch die weiterführenden Schulen kontaktiert. Wir Frauen sind es, die die unbezahlte Arbeit in der Hausarbeit machen, Kinderbetreuung und auch die Alterspflege. Und wenn wir Frauen an einer bezahlten Arbeit nachgehen, erhalten wir weniger Lohn, werden aufgrund unserer Familienpflichten am Arbeitsplatz schlechter gestellt. Und der Zugang zu höheren Positionen wird uns auch verwehrt. Aufgrund von der Vereinbarkeit Familie und Beruf sind wir oft auf Teilzeitangebote angewiesen. Und die wiederum entsprechen nicht unserer Ausbildung oder unserer Qualifikationen. Und das Einkommen hat wiederum Auswirkungen auf die Rente. Frauen sind mehr von Altersarmut betroffen als wir Männer. Lohngleichheit bleibt eines unserer zentralen Anliegen. Wie Martina auch schon gesehen hat, Petra Eichele von der Informations- und Kontaktstelle für Frauen und ich als Co-Präsidentin von Freie Liste das Manifest für den Frauenstreiktag geschrieben. Zusammen mit den Frauen vom Streikkomitee haben wir die wichtigsten Forderungen zusammengetreten. Wir möchten die Aurelia hier im Dornröslegarten, wie der Peter-Kaiser-Platz für heute einmal heißt, ganz herzlich begrüßen. Hoi miteinander. Zuerst einmal will ich sagen, dass es mir eine Ehre ist, dass ich das Manifest von euch entgegennehmen darf. Was Hunderte und Tausende von Frauen jeden Tag auf dieser Welt passiert. Sie werden klein gemacht. Sie werden bedroht. Das Vertrauen der Frauen wird missbraucht, die sie die Sache haben. Sie werden nicht gehört. Wissentlich werden Tatsachen vertreibt. Und sie werden kaltblütig geopfert von Zielen, die sich andere Menschen an einem anderen Ort gesteckt haben. Ich habe die grosse Hoffnung,
dass wir es schaffen, mit Zahlen und Fakten sachliche Diskussionen bei uns in der Gesellschaft können führen. Diskussionen, die nicht einfach abgetan wären als Frauen- oder Weibergerät, sondern dass wir Diskussionen führen, die unsere Gesellschaft zusammenbringt, die uns näher zusammenstehen lässt. Diskussionen, die wir erreichen können. Dass es meiner Tochter, wenn sie so alt ist wie ich, dass sie keine Lohnungleichheit hat und dass die nächsten Generationen dort davon kann profitieren, was wir heute hier auf dem Dornröslingarten können erreichen. Lasst uns gemeinsam für unsere Anliegen einstehen, für die nächsten Generationen und in Dankbarkeit und im Wissen, dass viele Frauen und Männer vor uns für die Sachen eingestanden sind, von denen wir heute können profitieren. Danke. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prête à tout pour un simple rendez-vous. Pour un flirt avec toi, pour un petit doux, un petit jour entre des bras. Je pourrais tout quitter, quitte à faire à demander pour un flirt avec toi. Je pourrais me donner pour un sale baiser volé, pour un flirt avec toi. Bist du schon mal bei so einem Frauenstreik dabei? Ja, ich war beim ersten Mal dabei und damals waren viel weniger Frauen. Und ich finde, das hat damals war auch ganz cool, dass wir das gemacht haben. Aber es hat damals viel mehr Mut gebraucht. Es war damals noch, was, streiken? Ja, hat Aufsehen erregt und haben viele nicht verstanden. Wir sind da durchgelaufen und dann war es gerade hier vor dem Rechstein. Eine Frau aus dem Fenster gerufen und gesagt, hier kann ja nicht einmal Kaffee kommen. Also die Frauenunterstützung war natürlich hier nicht wahnsinnig gross. Es hat Frauen gegeben, die uns applaudiert haben und aber andere, die überhaupt nicht verstanden haben, dass jetzt da 12 Frauen mit einem Transparent. Wir schämen uns für euch nach der ersten Abstimmung über das Frauenstimmrecht einfach so durch die Straße laufen. Also es hat sich schon bessert, aber noch zu wenig. Noch zu wenig, genau. Ich finde es unprofessionell vom Regierungschef, dass er nicht da ist. Und ehrlich gesagt sehr rückständig. Die Wirtschaft hat sich nicht angepasst, das Lebensmodell und das Bedürfnis der Menschen. Und das muss sich ändern. Der Lohn ist schon ein Thema, dass Mann und Frau den gleichen Lohn bekommen. Ja, und allgemein, dass man die Frauen auch mal ein bisschen unterstützt in dem, was sie machen und tun, kommt nicht nur aufs Arbeitsverhältnis drauf an, sondern auf das, was sie daheim und auch überall leisten. Jedes Engagement lohnt sich. Meine Eltern und deine Eltern auch haben sich dafür eingesetzt, dass deine Mama und ich heute wählen dürfen. Und ich und deine Mama setzen uns dafür ein und dein Papa natürlich auch. Setzen uns dafür ein, dass ihr dann einmal weniger Gegenwind habt und dass ihr gleiche Chancen habt. Ich bin zufrieden mit heute, ja, weil ich finde, wir haben ganz eine gute Stimmung hier und es sind viele Frauen da, die unsere Forderungen unterstützen. Und wir haben schönes Wetter und ich finde es ganz einen tollen Tag. Ich habe natürlich mich auch riesig gefreut auf heute und die Vorfreude ist natürlich immer die grösste Freude, die man hatte. Schön, dass ihr alle da seid.